meine Faszination von Golfreisen kommt? Ja, es ist ganz einfach. Ich spiele gerne Golf und ich tue sehr gerne Reisen. Das heisst, als ich vor 6 Jahren das erste Mal in so einem Schnuppergolftag war und einen Ball so richtig butterweich im sogenannten Sweet Spot getroffen habe und der einfach so 150 Meter davon gesegelt ist, das war es für mich geschehen und das Golfvirus hat mich gepackt. Und bis heute nicht mehr losgelassen. Ich bin nach wie vor sehr ein passionierter Golfer. Und zum anderen beim Reisen, wenn man immer wieder so neue Welten entdeckt, neue Destinationen, neue Umgebungen, mit ganz anderen Pflanzenwelten, Tierwelten. Zum Teil hört man exotische Tiergeräusche, man ist einfach total jemand anders. Und das ist einfach herrlich. Man stellt sich zum Beispiel vor, man ist auf dem Fairway und trifft dort Zebras und Giraffen an. Das ist einfach sensationell, das Gefühl. Und, zum Beispiel auch, wenn man sich vorstellt, man geht mit dem Helikopter auf eine Felsklippe und haut dort den Ball 400 Meter nach vorne und 400 Meter in die Tiefe. Das ist etwas Einmaliges, das kann man hier so nicht erleben und das macht das Spezielle aus. Und das ist meine Faszination immer wieder. Wieso der Name Golfstreams? Der Name ist Programm. Das heisst, jeder Traum ist persönlich und individuell. Genauso persönlich und individuell sind auch die Vorstellungen und Erwartungen von jedem Golfer an seine Golfreise. Und deshalb ist auch das Golfprodukt nicht als normaler Katalog aufgebaut, sondern mehr als Magazin, als Golfmagazin, wo inspiriert, wo mit vielen Stories gespickt ist über Destinationen, mit Interviews und Reportagen und vielen Insider-Tipps. Und wenn ein Golfer, ein Kunde, sein Traum gefunden hat, inspiriert wurde, dann kann er zu uns kommen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihm die perfekte und maßgeschneiderte Reise ausarbeiten. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei Typen von Golfer. Das ist zum einen der Genussgolfer und zum anderen der Hardcore-Golfer. Beim Genussgolfer steht alles andere als Golfspiel im Fokus. Das heisst, die Szenerie ist wichtig, das Rahmenprogramm, zum Teil auch das Relax-Programm mit Strandausflügen, kulturelle Highlights, ein ganzes Package ist wichtig. Beim Hardcore-Golfer wiederum steht Golf im Fokus. Das heisst, die Qualität des Golfplatzes, der Championship-Plätze und das Rahmenprogramm sind dort nur sekundär oder gar nicht erwünscht. Wir empfehlen auch immer genug Zeit einzuplanen für das Golfspiel, dass man beim 19. Loch auch wirklich Zeit hat, um das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, damit es eine schöne bleibende Erinnerung gibt. Und was wir auch sehr empfehlen, ist jeden Golfplatz oder die meisten Golfplätze zweimal spielen, weil man beim zweiten Mal den Golfplatz viel bewusster und viel mehr geniessen kann. Besonders beliebt ist Portugal als Nahziel und Südafrika, aber auch USA als Fernziel. Portugal überzeugt mit fantastischen Golfplätzen, nicht nur mit Algarve, sondern auch in Lissabon. Ich selber bin gerade 3 Mal in diesem Jahr bin ich in Portugal gewesen, selber in den Ferien, weil es mir einfach sehr gut gefällt. Die echte Herzlichkeit der Portugiesen paart mit sehr feinem Essen und natürlich sensationelles Preis-Leistungs-Verhältnis machen Portugal zu einem absoluten Renner. Dann beim anderen Südafrika als Fernziel, trotzdem ohne Jetlag kann man dort herreisen. Sensationelle Golfplätze und sehr gut für Kombinationen mit Safaris, Wine-Tasting und anderen Erlebnissen. Und zum anderen dann USA. Bei Knechtreisen haben wir ja sehr ein etabliertes USA-Produkt, wo wir sehr viele Erfahrungen gesammelt haben über 30 Jahre mit guten Partnerschaften vor Ort. Die USA zeichnet sich durch das aus, dass das Spiel in den USA, das Golfspiel, viel lockerer ist. Mit 15'000 Golfplätzen ist Golf in den USA zum Breitensport avanciert und das spürt man. Es ist so easy going. Nebst diesen Destinationen gibt es auch beliebte Spezialreisen, wie zum Beispiel Golf and Cruise. Das machen wir zusammen mit Hapag-Lloyd Cruises, wo man unterwegs bei der Kreuzfahrt zusammen mit einem Golfpro das Schiff verlässt und die schönsten Golfplätze einige der schönsten Golfplätze spielen. Zum anderen auch Segelturns kombiniert mit Golf, die wir in Griechenland durchführen. Und welcher Golfer träumt nicht davon, einmal den Ryder Cup beim Ryder Cup live dabei zu sein oder sogar den Ryder Cup Platz zu spielen? Solche Angebote, solche Wünsche können wir erfüllen. Und nicht zuletzt die XXL Golfrundreise, die 25 Tage geht in Neuseeland. Die ist auch ganz oben auf meiner To-Do-List bzw. auf meiner Wunschliste.
Gulfdreams bietet auch Gruppenreisen an. Gruppenreisen sind vor allem für Alleinreisende sehr gefragt und beliebt, weil man einfach sehr einfach Kontakt knüpfen kann und in die Gruppe integriert ist. Zum anderen haben wir sehr viel Feedback bekommen, dass Gruppenreisen ohne Golfbrus auch gefragt sind. Weil nicht jeder Golfer will in den Ferien noch an seinem Schwung arbeiten und immer Training haben. Sondern am liebsten einfach mit Gleichgesinnten in ungezwungener Atmosphäre Freude haben und das Golfspiel geniessen. Bei weiteren Fragen oder für zusätzliche Informationen stehen Ihnen Golfspezialisten von Knechtreisen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.